Cottbus hat eine Umweltschule mehr. Gestern wurde der Erich-Kästner-Grundschule durch den Umweltausschuss der entsprechende Titel verliehen. Damit ist sie die fünfte Cottbuser Schule, die sich ab sofort so nennen darf. Schulleiterin Martina Teunert, ihre Mitarbeiter und natürlich auch die vielen Kinder haben lange darauf hingearbeitet. So grün wie jetzt sah der Schulhof nicht immer aus. Das wollte man ändern und hat sich dabei auch kritisch mit sich selbst auseinandergesetzt. Es muss durch die Köpfe der Kinder, durch die Herzen der Kinder. Wichtig ist, dass es gelebt wird. Dass also unsere Kinder das nicht machen, damit ein Schild an der Tür ist oder wir als Pädagogen, sondern dass wir sagen, wir haben uns aufgemacht, wir haben festgestellt, wir müssen ein bisschen was verändern. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wozu sind denn Grünpflanzen überhaupt wichtig? Warum haben wir keine auf dem Hof? Wollen wir welche? Also wir haben Stück für Stück das hinterfragt. Daraufhin gab es einige Veränderungen an der Schule. So wurden Patenschaften und Gießpläne für Pflanzen eingeführt. Die Kinder kümmern sich also selbst darum, dass es auf dem Hof immer schön grün bleibt. Man züchtet selbst Nutzpflanzen für Bienen und organisiert allerlei Naturprojekte. Beim Umweltausschuss der Stadt hat man das genau beobachtet. Dort wird entschieden, wer sich Umweltschule nennen darf und wer nicht. Die Entwicklung der Schule hat die Politiker letztlich überzeugt. Theorie und Praxis wird hier zusammengeführt und natürlich auch das Besondere, diese schöne Lage des Schulhofes und diese begrünten Teile oder bepflanzten Teile, die dann durch die Schüler selbst bewirtschaftet werden oder die werden gegossen durch die Schüler, die werden in Ordnung gehalten. Also diese ganze Summe von Projekten, die hier an der Schule laufen, haben letztendlich den Ausschlag zur Verleihung gegeben. Gestern wurde aber nicht nur der Titel Umweltschule gefeiert. Seit 2 Jahren ist die Erich-Kästner-Grundschule nämlich auch Haus der kleinen Forscher. Das Zertifikat wurde erneuert und die Schule darf sich auch die nächsten 2 Jahre so nennen. Seit 5 Jahren bietet die IHK die entsprechenden Weiterbildungen für Pädagogen an. Mit Experimenten sollen Kinder schon früh für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, begeistert werden. Bei der IHK verfolgt man damit einen langfristigen Plan. Mit dem Ziel, dass sie diese Begeisterung vom Kindergarten über den Hort, über die Grundschulen, über weiterführende Schulen ins Studium weitertragen. Wir legen damit die Saat, die in 10, 15 Jahren an den Universitäten aufgeht, darin, dass da hochqualifizierte junge Menschen, die aus der Lausitz kommen, in der Lausitz groß werden und in der Lausitz dann auch bleiben. Und dieses Fachwissen, was auf Begeisterung gewachsen ist, dann auch hier in der Lausitz lassen. Koordiniert wird alles von Mita Ross. Sie ist von Beginn an dabei und hat in dieser Zeit 13 Kitas und 2 Schulen zu Häusern der kleinen Forscher gemacht. Und das macht richtig, richtig viel Spaß, einfach zu sehen, was Erzieher alles machen, wie sie selber begeistert sind, wie so Aha-Effekte kommen, wo man denkt, boah, habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so funktioniert. Oh, die Materialien habe ich ja eigentlich zu Hause in meinem Schrank. Könnte ich ja mit den Kindern machen. Super einfache Ideen, die man gleich umsetzen kann. Begeisterung für Forschung und Umwelt, das soll sich für die Kinder in Zukunft auszahlen. Die nächste Aufgabe für die Erich-Kästner-Grundschule startet damit aber erst. Titel zu erlangen ist das eine, schwieriger ist es, diese zu bestätigen. Man sieht sie daher als kleine Verpflichtung, auch weiter dran zu bleiben.